Zo begon de vorige aflevering van Veronica Spin-Up Club. Een mooie zangeres met een mooi lied. Maar tientallen briefschrijvers wilden meer weten van deze dame. Wel nu. Ze heet Danuta en is een Poolse boerendochter die 3 jaar geleden naar Duitsland verhuisde. In haar vaderland werd ze geplaagd vanwege haar indrukwekkende borstomvang. Nee, in Polen was Danuta niet gelukkig met dit geschenk van de natuur. Nou, dat weet ik niet. Weiß ich nicht, weil kann ich kein BH kaufen, da muss ich bis zur nächsten Stadt fahren, also 120 Kilometer, ein BH nähen, weil das war sehr schwierig für mich und habe viele Probleme und alles mit Männern und die haben gelacht. Du hast aber große Ohren, sowas, die haben gesagt. In die Schule noch, weil ich der Einzige mit so großen Busen, überall wo ich war. Sommige vrouwen laten door de plastisch chirurg hun boezem kleiner of groter maken. Ooit speelde ook Danuta met die gedachte. Maar stilaan is ze haar figuur gaan accepteren. Nu is ze tevreden. Maar vroeger, in Polen, lag dat anders. In Polen heb ik zeer veel complexen gehad. Weil, nou ja, die mannen, ik heb gedacht, die mannen mogen niet zo den großen Busen in Polen. Und habe ich gesagt, naja, vielleicht ich mache mich operieren oder so, aber das habe ich doch nicht getan, weil das geht nicht so einfach wie überall hier oder in Amerika. Naja, da habe ich, jetzt bin ich zufrieden mit meinen Posen und weil dadurch habe ich die Karriere angefangen. Die Karriere von Danuta verläuft stormachtig. Schaars zijn de winteravonden waarop ze rustig thuis in de Duitse Bamberg kan blijven. Van volkomen onbekend meisje van het Poolse platteland ontwikkelde zij zich tot een echte showvrouw. Vrijwel elke dag treedt ze op met haar hit Touch My Heart. En ze speelde inmiddels al mee in 8 films. Am besten gefällt mir Schauspielerei, aber ich singe auch gerne. Und werde ich auch als Fotomodel noch arbeiten. Ich mache nicht mehr keine Nacktfotos mehr, weil der Musikproduzent hat gesagt, er möchte nicht, dass ein Mädchen, die singen anfängt, die machen noch Nacktfotos. Das ist schlechte Image, aber kann man alles machen. Für Mode bin ich zu klein, leider. Aber für die holländische Fernsehschauer machst du noch einmal, was der Musikproduzent nicht will, ja? Ja, sicher, gerne. Eigenlijk is de Poolse Danuta in deze feestelijke aflevering onze pin-up van de maand. Een pin-up die wij in beeld brengen op verzoek van de kijkers. Bijna 100 pin-up clubfans lieten per brief weten dat ze meer van Danuta wilden zien. En Danuta krijgt zelf ook veel post. Elke ochtend vindt ze aanzoeken op haar deurmat. Ja, ik heb zeer veel fanbrieven. Tausenden. Alle wollen mich heiraten und die lieben mich. Was kann ich schreiben? Ich bin nur eine drin und ich bin nicht. Ich kann mich nicht verteilen, kann man so sagen.
Danuta, onze pin-up van de maand, is de droom van menige man. En speciaal voor die dromers tart zij nog eenmaal de richtlijnen van haar muziekproducer. In één opzicht wil Danuta haar afkomst als boerendochter uit het katholieke Polen niet verloochenen. Ze wil maagd blijven tot ze trouwt. Maar in Polen is het zeer schwierig. Weil, wenn jemand komt van een strenge katholische familie, dan moet blijven als jungfrau, Mädchen, bis die heiratet. En dat is manchmal schwierig, aber. Ich halte das. Naja. Naja.